Herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Ich habe Post bekommen und zwar habe ich etwas völlig Beklopptes gemacht. Ich habe auf der Colourpop-Seite in den USA gesehen, dass die eine Halloween-Box haben, also eine Spooky Delivery. Und da ich Halloween liebe und ich mag auch Colourpop sehr, sehr gerne und Purish, ey, haut endlich mal rein, ne? Also es wird jetzt langsam mal echt Zeit, dass es Colourpop hier in Europa gibt, in Deutschland. Jedenfalls ist ein kleines Paket gekommen, da steht drauf, ja, dass es eben gegründet in L.A. ist. Ich hätte eigentlich 9,46 Euro Zollabgaben bezahlen müssen. Keine Ahnung wieso, das Paket lag einfach bei mir vor der Tür. Also entweder wollte jemand mir was Gutes tun. Oder es wurde vergessen. Keine Ahnung. Jedenfalls packen wir jetzt endlich aus. Ne? Also, hier sehen wir Colourpop. Da blitzt schon eine Polsterfolie raus. Ich bin gespannt. So. Da steht Special Delivery, also eine besondere Lieferung. Und jetzt gucke ich mal, dass ich mir hier mal ein bisschen Platz schaffe. So, ja, genau. Okay, also die Produkte, die sind in diese Luftpolsterfolie Hui, okay, also. Box ist echt voll. Ich habe jetzt mit so zwei, drei Sachen, weil, was habe ich jetzt bezahlt? Ich habe bezahlt, was an 30 Dollar, so viel ich weiß. Muss man mal nachgucken eigentlich. Und jedenfalls habe ich, ja, oh Gott, ich habe mit gar nicht so viel gerechnet. Ich kann nicht lange schnacken, hier einfach reden. So, jetzt haben wir hier einen Beauty-Schwamm, der in Luftpolsterfolie eingepackt ist. Das finde ich persönlich total unnötig. Aber egal, es ist ein so ein abgeschrägter Make-up-Schwamm. Der ist, glaube ich, ganz gut. Und der fühlt sich auch ganz gut an. Mit dem kann man schön unters Auge gehen. Die hat diese Spitze hier. Ja, ansonsten ein ganz normaler Beauty-Blender. Dann geh mal auf die Seite. So, dann als nächstes ist jetzt auch was Kleines eingepacktes. Und zwar ist das diese kleine Pressed Powder Palette in diesem peachigen Ton. Steht Citrus Fizz steht hier drauf. Genau, und das ist die. Ist wunderschön, schaut mal. Gute, tolle, boah, richtig, richtig wertige Qualität. Und damit kann man einen schönen, würdigen Augenton machen. Ja, der Glitzer hier, der sieht sehr gut aus. Mal eben gucken. Ja, sehr schön. Oh ja. Ach, ich schwatze direkt. So. So. Ich habe jetzt nicht besonders reingegriffen, muss ich ehrlich sagen. Okay, ja, schöner, dezenter Look kann man damit machen. Freue ich mich. Sehr gut. Und ja, das sind ja auch jetzt diese Halloween-Kürbistöne, ne, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall toll. Moment, ich mache das mal eben weg. Dann haben wir hier drin ein paar Klemmerchen. Von The Powerpuff zwei Haarclips. Naja gut, das ist wohl eher was für kleine Kinder. Naja, ne? Es muss ja auch ein Füllprodukt drin sein. Oh, aber ansonsten sind hier nur tolle Sachen drin. Wir haben hier Fresh Kiss einen Lipgloss, so viel ich weiß. Was steht hier? Jedenfalls schön mit den Blüten hier drauf. Und das ist die Farbe First Taste.
Also erstes Probieren, erster Geschmack. Ein sehr schöner nudiger Ton. Und der passt richtig gut zu der Palette. Ja, finde ich gut. Ist eine Lip Cream. Okay. Sehr schön. Dann habe ich hier einen Liquid Liner. Oh, wie hübsch, guck mal. In den Liquid Liner BFF in der Farbe Grün, The Hills. Sehr schön. Den schauen wir uns auch direkt an. Das ist so ein Ei. Ups. Das ist ein Liquid Liner. Wow, guck mal. Sehr schöne Spitze und dann in dem Grün. Oh. Ja, sehr schön. Oh ja, das gefällt mir gut. Und der ist direkt fest. Sehr schön. Oh ja, tolles Grün. Passt also auch zu Halloween, ne? Wir haben Kürbis, wir haben Grün. Dann haben wir hier noch einen Stift, einen Feather Effect Brow Pen. Feather Effect. Okay, ein Federneffekt. Okay, sieht. Das ist eine sehr, sehr, schaut mal, eine sehr, sehr kleine Spitze. Mit dem kann man bestimmt sehr schön Härchen malen. Oh ja, schaut mal. Und das ist auch genau meine Farbe. Das ist nämlich die Farbe. Light Brown, ja, kann man schön mitmalen. Auch gut. Sagt mal, da ist ein richtiges Full Face hier drin. Super. Dann haben wir hier ein Lizzie McGuire So Juicy. Ein Plumping Gloss. In der Farbe Lizzie. Das scheint mir so was Pinkiges zu sein. Ah, das ist eine Tube. Ach nee, guck mal. Das ist so eine Tube. Und jetzt seht ihr das, dass das so Glitzerpartikel drin. Oh ja, so sieht man es. Mit Glitzerpartikeln. Ja, cool. Ein Plumping Gloss. Mal riechen. Ah, das riecht. Das riecht total nach Kaugummi. Wie diese Hubba-Bubba, die roten. So riecht das. Falls sich jemand auch daran erinnert. Gibt es noch Hubba-Bubba, die roten? Ich weiß es nicht. Aber so roch meine Kindheit. Dann haben wir hier Old Flame. Keine Ahnung, da steht auch ein Name drauf, aber Sex Appeal Lipstick. Beverly Bungalow Lippy Pants. Ach, das ist ein Set? Ach, guck. Ja, boah. Das ist ja cool. Schaut mal. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen Lip Liner, den man rausdrehen kann. Boah, tolle Farbe. Sehr schöne Farbe. Und dazu passend hier diesen Lipstick. Oh, und der passt farblich genau zu dem Lip Liner. Sehr schön. Sehr schön. Oh, das hat sich gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt. Denn wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben hier von Bambi, guck mal, ist ein Twitter-Pated Gloss, Lux Gloss Trio. Lux Gloss Trio. Das ist eine Schachtel, die kann man aufziehen. Und ich würde sagen, das sind, ups, ach Mensch, bleib doch hier.
Also man hätte es aufziehen können, aber öffnen muss man es trotzdem mit der Schachtel. Sinnlos. Egal. Wir haben hier jedenfalls, das sind definitiv Creamy Eyeshadows, oder? Ich glaube, die kann man für alles benutzen. Ja. Lux Gloss. Ja, den kannst du für alles benutzen. Den, siehst du die Schimmerpartikel? So sieht man es, glaube ich. Ja. Ja, da sieht man es. Und das ist einmal so ein nudiges Rosa. Einmal ein richtig schönes Lila. Da sieht man auch die Glitzerpartikel. Und als drittes sieht man da ein schönes Rosa. Süß, guck mal, Klopfer. Ja, schön. Wow. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Krass. Es sind noch vier Sachen sind hier drin. Noch vier Sachen. So, hier ist ein Pöttchen. Oh, so obsessed. Glitterally obsessed. Ein Bodyglitter. Und das ist mal ein Glitter. Schaut mal. Wow. Wow. Wow, sehr grober Glitter. Aber mega. Cool. Dann haben wir hier drin ein paar Falsies, also ein paar Wimpern. Und zwar Queenie heißen die. Die sehen echt hübsch aus. Ich bin ja kein falscher Wimperntyp, aber ich glaube, die sind süß. Na, vielleicht probiere ich es doch mal aus. Da ist jetzt aber kein Kleber dabei. Ein paar falsche Wimpern. A pair of faux lashes. Yes. Yes, they are. Und jetzt sind hier noch zwei Sachen drin, die haben mich ehrlich gesagt total geflasht. Und zwar ist hier drin, was nehme ich denn als erstes? Und zwar ist hier einmal drin, gut eingepackt, Plush Like Me, eine Lidschattenpalette. Oh, die fühlt sich gut an. Schaut mal. Wie so eine richtig alte, ganz edle Tapete. Die ist ja auch so samtig. Wunderschön. Oh. Ein toller Spiegel. Und eine sehr nudige, aber sehr edle Palette. Wunderschön. So. Wow. Und das ist immer noch nicht alles. Na, jetzt geh doch auf. Denn die ganz, ganz neue Witch Hour Hocus Pocus Palette ist hier auch noch drin. Oh mein Gott. Ich habe mir jetzt noch mal den Film angeguckt, den alten, kennt ihr den noch? Hokus Pokus, der war ja schrecklich albern, aber ich fand den irgendwie, schaut mal. Ja, wie klasse ist denn das bitte? Wow. Und, oh. Okay, Moment. Hier ist der Spiegel, da sind die drei Mädels auch drauf. Was steht denn da? I put a spell on you. Ich verfluche dich. Und das sind die Farben. Oh mein Gott. Dieses Grün, dieses Lila. Oh mein Gott, die sind ja wunderschön. Ja. Wow. Jahre, All Hallows Eve, Moon is Round. Wie schön. Ah, ein Salzkreis. For Black is Black. Wunderbar.
Also ich musste, ach, guckt mal, von innen ist die Verpackung, guckt mal, mit der schwarzen Katze und Totenköpfchen und sowas. Oh Gott. Ein Träumchen und ich bin super glücklich. Jetzt lass uns mal eben zählen. Also es sind drin zwei Lidschattenpaletten. Ich packe mal direkt ein. Also es sind drin zwei Lidschattenpaletten. Nummer drei sind diese drei Liquid Eyeshadows. Nummer vier die Wimpern. Nummer fünf das Lippenset. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Nummer 5 ist der Body Glitter, genau. Dieser Glitter. Ne, das war der Plumping Gloss. Das hier war der Body Glitter, genau. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Brow Pen 7. Der Lippenstift 8. Der grüne Eyeliner 9, die beiden Haarklemmerchen 10, diese Mini-Lidschattenpalette 11, das Make-up-Ei 12 und Nummer 13 ist dieses Lippenset. Ja, ich würde sagen, das hat sich mal gelohnt. Ich muss noch mal gucken, was die gekostet haben. Ich mache den Preis hier runter. Ich gucke auch noch mal, ob es die vielleicht sogar noch gibt zu kaufen. Ich denke eher nicht, weil das sind immer diese Limited Editions, diese Monatsboxen. Und aber ich bin wirklich begeistert. Auch die tolle Farben kann ich alles gebrauchen. Ja, vielleicht bis auf den Glitter. Aber das werde ich mal sehen. Vielleicht zu Silvester so ein bisschen ins Dekolleté oder so. Ja. Ihr Lieben. Das war mein Unboxing der Mystery Box von Colourpop. So spooky. Süß. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder Platz nehmen würdet auf meinem Sofa. Ich habe jetzt eigentlich laufend ein paar nette Sachen hier. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr dann euch auch benachrichtigen lassen würdet. Ihr Lieben, jedenfalls, es ist egal. Passt bitte auf euch auf und bleibt gesund. Oder werdet gesund, wenn ihr gerade krank seid. Es ist ja irgendwie jeder krank gerade. Passt auf euch auf und nehmt eure Lieben in den Arm und ja, feiert die Feste, wie sie fallen. Ich freue mich schon total auf Halloween hier in Alsdorf. Wird es ein Spukhaus geben? Da habe ich mir jetzt auch schon Karten geholt, damit das auf jeden Fall auch stattfindet. Überhaupt macht euch was, ne? Geht mal ein bisschen gucken. Geht raus in die Welt. Wer weiß, wie lange wir noch dieses Leben leben können, was uns so gut tut. Und ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi. Mua.